Hallo und willkommen zurück bei Slime Ranger. Lag. 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 Okay. Letzte Folge haben wir ja irgendwie diesen Club gemacht. Der verändert, glaube ich, das Aussehen ein bisschen, weil wenn man hier mal guckt, ne, also ist jetzt schon einiges verändert. Cool. Ein Strandball. Okay. Feldslimies. Ein Jagdknoll ist wahrscheinlich für Mieze. Ein Nachtlicht ist für Phosphor. So ein Teil habe ich ja schon. Eine Energiezelle. Von Red. Knall. Honig? Honig habe ich noch nicht. Pfützen. Ich habe ja da hinten noch zwei Pfützen. Was machen wir? Wir geben jetzt bei jedem so ein Slime so einen Scheiß da. Pfützen sind ja sowieso meine Mains. Zurzeit würde ich mal schätzen. Also um die habe ich mich ja am meisten gekümmert und habe drei Gehege gefunden. Die haben eine Ente schon. Alter, hab ich dir ja ein bisschen daneben geballert. So, hier eure Ente. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Jetzt ist ja hier eine Ente drin, ne? So, vier gehen ja nochmal rein. Gehen jetzt auch schon fünf rein? Ja. Das heißt, wenn ich eine Ente drin habe, gehen überall fünf rein. Nee, 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 nee. Gehen sie nicht. Okay. Meine Pfützen. Das ist meine Pfützenkacke hier einsammeln. 14 diesmal, nur nicht sehr. So, dann gehen wir direkt noch eine Ente. Wir hatten ja irgendwie 40.000 und wir haben alles irgendwie ausgegeben. Das war ja sehr interessant, letzte Folge. Aber hier, ne, dieser Torbogen. Oh, da halte ich aber ganz schön viel, ne? Also zwei Miete, zwei Fels. Das ist auf jeden Fall worth. Aber erstmal durch die Pfütze weg. Noch so eine Gummiente. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal auch mal wieder Geld sparen. Hätte ich nie gedacht. Also wir hatten ja so viel Kohle. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell wieder Geld brauchen. Direkt alles einsammeln hier. So, Herz wieder hier rein. Okay, die sammle ich. Okas werden gesammelt. Weil hier, die essen auch Hühner, ne? Gut, dann tue ich erstmal die Hühner reinballern. War hier fertig irgendwas? Ja, so langsam, aber noch nicht. Gucken wir uns erstmal. Hier, das ist doch auch neu, ne? Hier. Ach ja, die Ente wollte ich ja noch rüberbringen. Derzeit können ja hier nochmal das Essen nachwachsen, bevor ich hier wieder die Lager fülle. Erstmal tun wir die Ocker-Ockers hier einlagern. Wo hab ich jetzt da? Alter, wie die Ente mich anguckt.
auf mich anzugucken. Ente, stop, please. Alter! Ente! Das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. So, das heißt 41 brauchen wir. Was passiert hier nur mit den Möhren? Oh mein Gott, was ist geschehen? So, jetzt gucken wir hier mal weiter. Hab ich doch noch einen Rocker. Scheiße, daneben geballert. Wo ist er hin? Zack, ins Gesicht. Hier ist nichts mehr drin. Das war zu erwarten. So, was haben wir jetzt hier? Wir waren bei der Ente. So, dann haben wir noch die Disco für Mosaik. Derwisch. Okay. Feuer. Rang. Kristall. Jäger. Und Quanten. Okay, wir holen mal einen Kristall. Kristall und Uran. Dann tun wir beides da rein, weil wir haben ja sozusagen kombiniert. Da habt ihr. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, ich brauche wieder ein bisschen Kohle. Wenn ich das jetzt für jeden mache. Aber das Gute. Wir haben sogar was. Ist das Gute? Aber da ist sogar noch Futter drin. Gleich mal unbedingt in die anderen Bereiche gehen und gucken, ob sich da irgendwas verändert. Also das nächste Upgrade wäre ja die Grotte. Ich habe ja irgendwie 11 Level gemacht. Okay, die sind fast fertig. Machen wir erstmal Geld. Also hier diese Torbögen, die sind auf jeden Fall neu. Das ist anscheinend... War das nur optisch sowas? Okay, seitdem ich hier die Möhren nicht mehr reinknalle. Ich hätte die Möhren besser hier reingeknallt. Jetzt fehlt mir nämlich hier das Money. Oder habe ich hier noch was? Habe ich hier was dazu bekommen? Nee. Guck mal, das muss man doch hier bestimmt irgendwie gucken können. Ja, was war denn in den Rängen davor? Hier, mehr Info. Einzige neue Rang. Kann man nicht irgendwie die man schon hat? Kann man das nicht irgendwo nachgucken? Ich hätte es lesen sollen, verdammt. Vielleicht gucke ich mir auch einfach mal mein Video selber an und dann einfach langsam... Dann einfach mal langsam durchrollen. So. Jetzt ernten wir schnell alles.
Dann kaufen wir den Rest für die anderen. Wollte ich eigentlich noch was in der anderen Region machen? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, den dicken Kristall, den habe ich fertig gemacht. Da hatte ich halt dann dieses komische Bierzeug. Ich weiß jetzt auch, wofür dieses Silberzeug ist, und dieses Uröl war das, meine ich. Da fehlt doch einer. Da. Das ist für da hinten. Da will ich aber später hin. Da muss ich erstmal wieder ein bisschen Geld haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld das kostet. 10. Minute haben wir. Gut, dann können wir ja noch ein Tor öffnen, weil ich habe ja jetzt wieder einen Schlüssel. Aber erstmal gucken, was würde das hier kosten? 10.000. Also wenn wir mal wieder so viel Kohle haben wie sonst, ne, dann sind 10.000 ja schnell. Und die ballern wir jetzt auch nochmal rein. Wir brauchen wieder mehr Kristall. So, warte jetzt. Hier. Eins davon. Das machen wir jetzt noch fertig. So, Strandballwaffe pink. So, Fels. Und Meats. Fels. Ich weiß nicht, ob das für die Großen auch funktioniert. Aber ich mach's einfach. So, Nachtlicht habe ich schon. Also Phosphor brauche ich nicht. Aber hier, den brauche ich noch. Bombe. Weil jetzt weiß ich nämlich, dass Nachtlicht, das ist das, was ich hier drin gelagert hatte. Wobei ich gerne mal was ausprobieren wollte. Haben wir schon Tag? Ja, schon Tag. Aber die springen da auch alle. Ne? Scheint zu funktionieren. Das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Das macht Geräusche. Ich hoffe, die anderen Sachen funktionieren auch, weil sonst wäre das nicht gut. Gut, wo hatten wir jetzt noch ein Tor? Alle Dicken hatte ich, meine ich, erledigt. Alles abgeerntet. Da hinten. Wie war der schnellste Weg dahin? Welcher Teleporter war das? Das hatten wir. Ach, wir wollten noch in den anderen Bereichen gucken, ob hier irgendwas... Das hat sich verändert hier, das Tor. Wir rennen einfach mal kurz hier durch, ob sich hier auch irgendwas verändert hat. Aber ich denke nicht. Nee, hier sieht alles gleich aus. Na gut, jetzt müssen wir aber auch nicht mehr zurückrennen, weil jetzt sind wir schon auf dem halben Weg da. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall, dass ich hier nichts habe. Weißt du was, ich nehme die Hühner alle mal mit. Die haben zwar die Hühner, aber man weiß ja nie, was hinter dem Tor auf einen lauert. So. Alter, das liegt hier noch nicht hier hinter dem Tor. Satt oder was? Oder haben die jetzt hier eine super Koexistenz aufgebaut? Zack. Alter, wie viele Hühner man mal hier zusammenkriegt, wenn die mal nicht alles wegfuttern, ne? Diese die Leute. Alter, du musst mir nicht wehtun. Ich gehe ja schon. So, hier die Katze hatten wir. Das war ein der Teleporter, wo ich eigentlich hingehen wollte. So, jetzt werden wir diese eine Tür öffnen. Die führt doch hier in dieses Riesengebiet, ne? Da bin ich jetzt mal neugierig. Da kann man bestimmt hin... Alter, das ist weit. Das ist weit. Da kann man bestimmt hin. Das ist aber viel zu weit. Was zur Hölle ist das? Ach, das sind Teleporter, oder was? Nee, was ist das? Warte, jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier ist die Basis. Hier.
Hier bin ich ja lang. Nee. Warte. Warte, hier ist der Steg. Wenn man hier hochgeht, dann, ja doch, man, ich bin hier lang gegangen. Das ist dann die Höhle. Hier sind die Bomben. Hier ist der, ja, warte, hier ist Kristall. Aber hier scheint ja noch mehr zu sein, außer nur Kristall. Ah doch, nee, das hier ist die Kristallhöhle hier. Weil hier ist, ja, hier ist der Teleporter, der mich dann zu dieser Insel hier bringt. Hier bin ich, habe ich glaube ich dieses Licht gefunden. Und das geht dann hier dran. Ja, das kennen wir ja alles. Was zur Hölle ist das? Hier ist ja noch eine komplett eigenständige Insel. Ja gut, die kenne ich noch nicht. Scheint aber... War ich hier schon? Doch! Ja klar, hier ist der Teleporter und dann sind wir hier rum und hier oben war der pinke Slimy. Der hat mir ja auch den Schlüssel gegeben. Hier war die Katze, die mich dahin gebracht hat. Gut, dann hätten wir das auch. Hier die Verbindung haben wir geöffnet. Was ist das? Ach, hier war auch ein dicker Slimy. Stimmt, hier ist ja der Anfang. Dann hätten wir das alles erreicht. So, das heißt, wir sind jetzt hier. Das heißt, dieses riesige Gebiet müssen wir noch machen. Und dann dieses Gebiet. Dann hätten wir alles mal gesehen. Aber das Gebiet allein ist ja schon noch größer als das Ganze hier. Also, oder sind das mehrere Gebiete? Es kann ja hier ein Gebiet sein und hier. Das sind zwei Gebiete. Also noch drei Gebiete. Oder ist das auch aufgeteilt? Naja, noch drei Gebiete. Alles klar. Springen wir mal zurück und öffnen da mal die Tür. Aber ich hoffe, auf der anderen Seite wartet eine dicke Katze auf uns, weil wir haben Hühner. Und alles andere brauchen wir ja dann erstmal nicht. So! Sesam, öffne dich! Schneller! Das Moosbett! Also das ist auf jeden Fall ein großes Gebiet, das wird viel zum Erkunden. Fangen wir direkt mal an. Okay. Natürlich direkt Misstrauen, steckt in alle Ecken hinter mir gucken, verdammt. Das werde ich bestimmt nämlich irgendwas übersehen. Okay, hier gibt es Katzen. Silber. Alter, hier gibt es ja... Oh, hier, ja, da geht's direkt ins andere Gebiet, dann lass ihn, ja. Was ist mit dem los? Okay, hier ist Wasser. Ah, hier gibt's sogar einen Pfützen. Ein Pfützending brauche ich. Mieze weg. Da oben ist ein Haar, ich hab's gewusst. Da musst du echt in jede Ecke gucken. Dann gehen wir erstmal hier in die Ecke. Aha, hier ist nämlich auch was. Ich hab's gewusst. Also hier ist ein blaues Ding. Gehen wir mal nach oben. Ach, hier ist das, wo ich eben runtergejumpt bin. Na, siehst du, ich hab's gewusst. Na, hier musst du echt überall gucken. Sonst übersiehst du direkt was. Das ist echt... Also... Gestrüppküken, cool. Als ich das erste Mal das Moosbett erforscht habe, steckte ich dort fest. Also habe ich einen Weg hinausgebaut. Es ist gleich da oben. Hier oben? Warte, ich warte nochmal ein bisschen. Da hinten ist auch noch was. Energie, Energie, Energie. Ja, hier kann man auch hochklettern. Tatsache. Komm schon, ich will da rüber. Aha, ein lila, ne? Ich will jetzt nicht
direkt hier in das Gebiet gehen. Ich will erstmal das hier machen, das linke. Obwohl es da ja direkt die Verbindung gibt. Aber wir können da lang gehen und hier hoch. Da oben sind sogar Vögel. Ich warte mal, bis ich Energie habe und jump ich mal da hoch. Ja, kann auch runter gehen. Aber ich bleibe erstmal hier oben. Und spring dann später runter. Aber hier oben scheint echt nichts zu sein. Nur hier. Komische Steine. Linke Slimies. Hier ist ein grüner, gut zu wissen. Kann ich mir eh nicht alle merken. Wir haben schon so viele grüne gesehen. Katzen. Da ist noch ein paar. Linker. Ach ja, guck mal, hier gibt es auch diese Wollkleider. Das Moosbett erscheint wie eine Art uralter Dschungel, aber Tatsache ist, dass das meiste, was du siehst, noch nicht einmal da war, als ich begonnen habe, dieses Land zu erforschen. Bei der Geschwindigkeit kann ich mir vorstellen, dass es nicht mehr lange dauert, bis dieses Grünzeug die komplette ferne, ferne, weite Welt übernommen hat. Weil nicht, wenn der Mensch hier ist. Wenn der Mensch da ist, wird das ein Ding der Unmöglichkeit. Auch keine Küken. Okay, hier geht's weiter. Gehen wir noch nicht lang. Wir schießen erstmal noch mal das hier für die Katzen hier. Das Wollknäuel durch die Gegend. Ach, da springt es hinterher. Ich nicht. So. Okay, hier geht es weiter hoch. Da geht es durch. Wir gehen aber erstmal hier lang und hier hoch. Hier sind die Pilze. Sind das die großen Pilze, die der Haar in einer der Nachrichten meinte, die er wachsen lassen wollte? Für Hand das nicht. Das ist noch ein lila, ne? Hunter-Smilies, die sahen so aus wie wie Katzen, ne? Okay, hier geht's durch. So, hier geht's bestimmt dann auch oben noch dadurch. Geht's dann den Weg durch, wo diese Bösen sind. Hier geht's noch runter, da ist ein grüner. Da ist was, da habe ich irgendwas zu sehen. Ein Gockel. Ein Gockel! Hier geht's dann. Hier, was ist das? Ach so, stimmt, ich muss ja noch die ganze Karte aktivieren. Okay, jetzt sieht man natürlich auch alles. Okay, das heißt, wir gehen dann am besten hier lang. Dann jumpen wir mal hier rüber. Zurück, dann machen wir den hier. Gehen hier zurück, machen das. Zack, so, bla bla und durch. Ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, dann positioniere ich mich schon mal. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!